Das waren medizinische Experimente in Konzentrationslagern. Die Experimente in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches waren grausam und unmenschlich. Die KZ-Ärzte führten eine Vielzahl von medizinischen Experimenten durch, um ihre rassistischen Theorien und Ideologien zu unterstützen oder um militärische Ziele zu erreichen. Einige der bekanntesten Experimente umfassen Menschenversuche zur Erforschung von Unterkühlung und Erfrierungen, Experimente mit Giftgasen zur Entwicklung von Gaskammern und Tötungsverfahren, Experimente zur Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten, Experimente zur Geschlechtsumwandlung und Sterilisation, Experimente zur Untersuchung von Kriegsverletzungen und deren Behandlungsmethoden.